Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Na, habt ihr mich vermisst? Natürlich habt ihr das. Ich habe einen weiteren Solo-Auto-Duplication-Glitch für euch am Start und so weiter und so fort. Was ihr dafür benötigt, was ihr dafür braucht, erfahrt ihr natürlich in diesem Video und das natürlich auch von mir. Ja, Freunde, was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall erstmal einen Nachtclub. Und zwar mit 4 Garagen. Einmal die B2 und einmal die B4 Garage. Des Weiteren braucht ihr noch eine Spielhallengarage, aber dazu kommen wir gleich. So, als allererstes geht ihr erstmal in euren Nachtclub rein und zwar auf eure B2. Dann müsst ihr mindestens 2 Autos in dieser Garage haben. Mindestens 2 Autos. Mehr braucht ihr nicht. So, ein Auto stellt ihr hier, wo die Korkette jetzt steht, auf die erste Position. Dort stellt ihr ein Auto hin und wo das andere steht, ist völlig egal. Dann auf der B4 muss sich ein Fahrzeug an 10. Position stellen. Also ihr müsst es da hinstellen. Ja, hier an 10. Position, ganz hinten in die Ecke. Da muss sich ein weiteres Fahrzeug befinden. Welches das ist, ist auch vollkommen egal. Wie gesagt, B2, ein Fahrzeug auf erster Position und auf der B4 ein Fahrzeug auf der 10. Position. Macht das einfach genauso wie hier, wie ich das im Video gemacht habe. Habt ihr das Ganze gemacht, müsst ihr einfach wieder dann zurück auf eure B4 gehen und dort dann dem Fahrzeug erstmal einsteigen, beziehungsweise in das Fahrzeug einsteigen, was ihr an erster Stelle gestellt habt. In dem Fall ist das hier die Corkette D10. Wie gesagt, es ist völlig egal, was für ein Auto es ist. Ne? Die Autos gehen auch nicht verloren oder sonst irgendwas, also keine Panik. So, ihr steigt auf jeden Fall erstmal da ein und fahrt damit dann aus eurer B2-Garage raus. Wichtig ist nur, dass es auf dieser Position steht. So, der nächste Schritt ist, ihr müsst das Auto einfach nur in die Luft jagen. So, habt ihr das Ganze gemacht, könnt ihr dann auch schon wieder zurück in eure Garage gehen. Und was geil ist an diesem Glitch, ihr könnt wirklich alle 30 Sekunden ein Auto duplizieren. Das hier sind jetzt wie gesagt nur die Vorbereitungen dafür. Ihr müsst euch halt so ein bisschen verglitschen. So, dann geht ihr wieder in eure B2 rein. So, das Auto, die Corkette steht jetzt nicht mehr da. Ihr geht jetzt zu dem blauen Kreis dorthin, wo ihr halt die Fahrzeuge verschieben könnt. So, habt ihr das gemacht, geht ihr dahin und wählt dann irgendein anderes Fahrzeug aus der Garage aus. Welches das ist, ist völlig egal. Ja, ihr wählt das einfach aus. Wie gesagt, wo es ist, ist egal. Einfach auswählen, dann drückt ihr auf Viereck und wählt dann die B4 Garage aus. So, und ersetzt den durch das 10. Fahrzeug hier, was wir dort hingestellt haben. So, nachdem ihr das gemacht habt, werdet ihr euch nicht mehr bewegen können. Ihr seid eingefroren. So, um da wieder rauszukommen aus diesem benebelten Zustand, müsst ihr einfach nur auf Option klicken, dann einmal auf Online und dann müsst ihr auf das Criminal Enter Starter Pack gehen. Habt ihr das Ganze gemacht, geht ihr hier auf Fahrzeuge, dann auf Ansehen und dann wählt ihr euch hier irgendein Fahrzeug aus und besucht dann Legendary Motorsports. So, klickt dann da drauf und dann landet ihr hier. So, wenn ihr dann hier gelandet seid, könnt ihr dann einfach wieder Kreis spammen und das Ganze verlassen. So, und dann wird euch auffallen, dass eure Garage leer ist. Da ist kein Fahrzeug mehr drin. Leute, keine Panik, die Autos sind nicht weg. Ihr seid einfach nur verglitscht jetzt. Also heult nicht rum, meine Autos sind weg. Nein, die sind nicht weg. Ihr seid einfach jetzt nur verglitscht. Keine Panik. So, ist das der Fall? Tut ihr Folgendes. Ihr geht raus und versucht eine Waffe zu ziehen. Das Ganze wird nicht funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Das Spiel denkt nämlich, ihr seid noch in einer Garage. Deswegen könnt ihr auch nicht schnell laufen. Ist das der Fall, fahrt ihr zu eurer Firmengarage. Steigt in der Firmengarage in irgendein Auto ein und drückt dann das Steuerkreuz nach rechts, um in die Tuningwerkstatt zu fahren. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr hier dieses Tuning-Menü und so weiter und so fort. Dort braucht ihr gar nichts machen. Ihr drückt ganz normal einfach wieder auf Kreis. Ja, nichts verändern an dem Fahrzeug. Ne, einfach so lassen, wie es ist. Einfach auf Kreis und auf Immobilie verlassen. So, und jetzt aufgepasst. Wenn ihr auf Immobilie verlassen klickt, drückt ihr zweimal die Optionstaste und spammt das Steuerkreuz nach rechts. Ja, also raus aus der Immobilie, ja, sobald ihr rausfahrt, zweimal die Optionstaste drücken und das Steuerkreuz nach rechts spammen. Und das Ganze
macht ihr so lange, beziehungsweise ihr spammt die Steuerkreuz nach rechts-Taste so lange, bis ihr aus der Garage wieder raus seid, beziehungsweise dass ihr wieder draußen seid. So, habt ihr das so wie hier, ist alles in Ordnung, dann fahrt ihr erstmal zu eurer Spielhallgarage. Da müsst ihr jetzt hinfahren. Ach, Spielgaragen sage ich schon. Ihr müsst zum Carmeet fahren. Sorry, mein Fehler. Ihr fahrt zum Carmeet hin und fahrt dann einfach mit dem Auto dort rein. Wenn ihr dann im Carmeet drin seid, steigt ihr aus und einfach wieder in das Fahrzeug ein. Dann drückt ihr einmal auf Viereck für das Fahrzeugmenü und verlasst das Carmeet dann wieder. So, und jetzt könnt ihr sehen, ob das Ganze funktioniert hat. Ihr drückt, wenn ihr draußen seid, einfach das Steuerkreuz nach rechts, ja? Und ihr backt dann ein bisschen rum und landet dann in der Tuning-Werkstatt vom Carmeet, ja? Habt ihr das so gemacht? Hat alles wunderbar funktioniert, Freunde. Und hier müsst ihr natürlich auch wieder nichts ändern. Einfach nur auf Kreis drücken und die Tuning-Werkstatt im Carmeet wieder verlassen. So, und dann werdet ihr ein bisschen, ja, Gebacke draußen kriegen, sieht ein bisschen verglitscht aus, ja, und ihr werdet mit dem Auto nicht fahren können, ja, also steigt ihr einfach aus und fahrt dann jetzt zu eurer Spielhallengarage hin. So, dann geht ihr einfach in eure Garage rein und dort muss sich auch das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Wichtig ist, ein wichtiger Hinweis, Freunde, ihr müsst auf dem Izzy, wenn ihr den dupliziert, ein iFood-Kennzeichen haben. Weil wenn ihr das ohne iFood-Kennzeichen macht, sind das leider dreckige Kopien. Ja? Also unbedingt ein iFood-Kennzeichen. Das Auto, was ihr duplizieren wollt, muss sich in der Spielhallengarage befinden. Ja? Die anderen Autos, die ihr ersetzen wollt, ist egal, wo die stehen. So, ihr fahrt dann mit dem Fahrzeug raus, ja? Oder bestellt euch eins mit dem LG RH8 oder ein anderes Fahrzeug, was ihr ersetzen wollt. Einfach rausfahren oder bestellen, ja, lasst es da stehen und geht dann wieder in eure Garage rein. So, und jetzt müsst ihr einfach nur in euren Izzy einsteigen. Wie gesagt, Leute, der braucht ein iFood-Kennzeichen, da muss schon eins drauf sein. So, seid ihr im Izzy drin, drückt ihr das Steuerkreuz nach rechts und dann ist das wieder so verbuggt und ihr fahrt, beziehungsweise ihr seid jetzt wieder im Carmeet. Also das Spiel denkt, ihr seid im Carmeet und dort ändert ihr dann bei den Tuning-Optionen eine Kleinigkeit, sei es das Nummernschild oder irgendwas, einfach eine Kleinigkeit ändern. So, und dann könnt ihr auch ganz normal wieder auf Kreis drücken und die Tuning-Werkstatt verlassen. So, und dann backt das hier wieder ein bisschen rum im Hintergrund, wie ihr das Ganze schon sehen könnt. Ja, dann ist auf jeden Fall schon alles safe. So, wenn ihr das dann gemacht habt, steigt ihr einfach aus dem Izzy aus und jetzt kommt der ganze Zaubertrick an der Sache. Ihr drückt das Touchpad, geht ins Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Und schwuppdiwupp, wenn wir das gemacht haben, steht auch schon da die Kopie. Wie gesagt, ihr braucht ein iFood-Kennzeichen dafür. Also einfacher geht es nicht. Wenn ihr jetzt weiter duplizieren wollt, müsst ihr einfach nur wieder mit dem LG RH8 rausfahren oder euch einen anderen bestellen, draußen stehen lassen, wieder hier reingehen, Steuerkreuz nach rechts drücken, etwas ändern, wieder rausfahren, Interaktionsmenü, persönliches Fahrzeug anfordern und so könnt ihr wirklich alle 30 Sekunden ein Auto duplizieren. Also einfacher geht es nicht, die Vorbereitungen sind ein bisschen tricky halt und was mir aufgefallen ist, wo ich hier verglitscht bin, mein Charakter macht hier irgendwie was er will, ich drücke noch nicht mal die Option für, dass er eine Aktion ausführen soll, er macht es trotzdem irgendwie, keine Ahnung, was der hat, auf jeden Fall, naja. Ja, Freunde, macht's auf jeden Fall noch, solange es noch funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, ihr wisst, wo der Like ist und ihr wisst auch, wo der Dislike ist. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und auf YouTube, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, ja? Also abonnieren, Glocke aktivieren und dann seid ihr safe, was weitere Videos angeht. Ich bedanke mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und ich sag noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.